Moin, moin Leute, es hat noch nie so gut gepasst, denn es ist morgens und ihr seht heute meine Morgenroutine. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, wenn ich mir einen Zopf mache, sind meine Haare langsam sehr fettig und ich habe einfach nur keinen Bock, mich zu duschen. Im besten Falle, wenn ich Zeit habe, denn heute ist Sonntag und ich habe Zeit, würde ich mich duschen. Ich habe einfach keinen Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Mache ich wahrscheinlich irgendwie heute Abend mit einer Abendroutine dann. Und wenn ich mir schon nicht meine Haare und meinen Körper wasche, dann wasche ich mir in der Regel das Gesicht trotzdem. Und das mache ich mit dem Parsley Seed Cleanser von Aesop. Das ist der Cleanser, den ich momentan da habe. Mag ich im Winter ganz gerne, weil Milchsäure eben mit drin ist. Das hilft so ein bisschen die ganzen abgestorbenen Hautzellen, gerade hier so bei mir im Bereich Nase runterzuholen und hält die Feuchtigkeit besser. Milchsäure hält Feuchtigkeit ein kleines bisschen mehr fest, einfach beziehungsweise, weil eben auch die ganzen Hautschüppchen dann weg sind. Die Haut ist unglaublich weich und wenn ich diesen Step jetzt nicht machen würde, das heißt, ich hätte jetzt schon geduscht, das würde meiner Haut in der Regel reichen, dann würde ich nur einen Toner nehmen. Da entscheide ich mich morgens entweder für den Parsley Seed Toner, sind Antioxidantien drin. Antioxidantien sind schon mal sehr gut, aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man Sonnencreme trägt und da komme ich gleich zu. Oder wenn ich nicht so fancy drauf bin, nehme ich einfach Rosenwasser. Manchmal sprühe ich mir das auch einfach dann nur so übers Gesicht. Da ich heute aber aufgewacht bin und mich gestern geschminkt habe, gebe ich mir wieder meinen Cleanser auf das Gesicht, ohne dass es nass ist, denn so kommt die Formulierung ordentlich an mein Gesicht ran und kann schon mal wirken, ohne dass es mit Wasser verdünnt wurde. Das massiere ich dann nochmal schön ungefähr ein Minütchen ein, damit der Rest, den ich gestern nicht abbekommen habe, weil es Glitzerpigmente waren, einfach so ein bisschen gelöst wird zwischendrin. Einmal die Hände nass machen, einmaschieren und ja. Jeder, der da gerne Tools schon zu Hause hat und nutzen möchte, der möge das tun. Ich habe auch so eine Ultraschall von Beura, irgend so ein, wie so ein Foreo-Ding, falls ihr die kennt. Aber ich habe gemerkt, es macht nicht wirklich einen Unterschied, ob ich mir das Gesicht jetzt eine Minute so mit den Händen reinige und das Ganze ausmassiere oder ob ich das Teil nutze, auch wenn es irgendwie Schall- oder Ultraschalltechnik ist. Aber die gute alte Massage, gerade in der Teezone, bringt einiges, Leute. Also schön mal eine Minute rangehen, alles ausmassieren. So, das sieht schon ganz gut aus. Wieder, wie bei der Abendroutine das auch schon der Fall war, machen wir ein Handtuch nur speziell für das Gesicht. Drücken das nur auf die Haut. Zu viel Zellen ist nämlich auch für meine empfindliche Haut nicht gut. Ich mache das nur am Haaransatz. Überall, wo ich meine scheiß kleinen Babyhaare habe, nehme die so ein bisschen zurück und drücke den Rest so ein bisschen trockener. Und dann nehme ich ein wiederverwendbares Wattepad, schüttel es aus, warum auch immer, überall Lookie-Haare, und nehme den Parsley Seed Toner. Solange ich ihn habe, benutze ich ihn auch. Dazu ist gesagt, das ist natürlich schon ein bisschen höherpreisig, ne? Also Aesop ist etwas höherpreisiger. Der einzige Alkohol, der drin ist, wenn ich einen sehe, ist ein guter Alkohol, also ein mehrfacher Alkohol, der hilft, eben die verschiedenen Stoffe, die da drin sind, zu binden. So, und ich gehe jetzt ganz sanft trotzdem auch nochmal so ein bisschen über die Augen drüber, weil ich ja überall noch Glitzer hängen habe. Das müsst ihr nicht machen. wenn ihr einen ohne Alkohol habt, könnt ihr das natürlich trotzdem gerne machen. So. Also mit Alkohol will ich nicht unbedingt über die Augen drüber gehen, empfindlichste Partie. Aber ich mache es, weil ich einfach immer noch Sachen im Gesicht hängen habe. Und dann nehme ich immer ganz gerne das für tagsüber Mellow Mellow Marshmallow and Chamomile Calming Everyday Moisturizer von Lovely Day Botanicals. Diese Creme, die, ihr seht es gleich, die macht so ein man nennt es momentan Dewy Skin Finish, das heißt, eure Haut sieht so ein bisschen sehr, sehr glowy aus. Für einige mag das schon zu viel Pflege sein, aber ich neige zu gereizter Haut. Da sind Niacinamide drin, das hilft mit dem Aufpolstern der Haut, das hilft mit dem
Feuchtigkeitsdepot der Haut, also den wieder aufzubauen. Und ich glaube, man sieht das so ein klitzekleines bisschen und ich bekomme auf jeden Fall wieder Besuch. Auch die nächsten Tage unten. Moin. Und das ist so der Look. Aber ich finde das sehr schön, auch wenn ich eine ölige Mischhaut habe. Und dann benutze ich von Pediprotect, meine Empfehlung an euch, tagsüber immer morgens benutzen, die Meeressonnencreme Lichtschutzfaktor 50. Hier ist Mikroplastik drin. Ich würde euch empfehlen, die Alpine zu nehmen. Die ist allerdings deutlich klebriger. Also die sieht man deutlich mehr auf der Haut. Ich fange immer an, mache mir zweimal meine Finger voll, damit ich ungefähr eine Einschätzung habe und ungefähr so einen guten, na, was heißt Teelöffel, aber so eine gute Menge auf jeden Fall im Gesicht auch trage. Das heißt, ich trage zwei bis dreimal ungefähr diese Menge hier auf. Da heute die Sonne ein bisschen mehr scheint, werde ich wahrscheinlich 2,5 mal auftragen und das gebe ich mir dann so aufs Gesicht. Wichtig für euch zu wissen, wer keinen Sonnenschutz trägt und über Falten klagt irgendwann, dem kann ich auch nicht helfen. Also wenn du keinen Sonnenschutz da draußen benutzt und das ist mir auch egal, ob du nicht schnell Sonnenbrand bekommst oder sonst nicht braun wirst. Und ich denke, es hat einen Grund, dass man mir sagt, dass ich sehr, sehr jung aussehe, weil ich schon sehr, sehr lange SPF nehme. Und je höher ihr den Lichtschutzfaktor wählt, das hat nichts damit zu tun, ob ihr braun werdet oder nicht oder was weiß ich, es geht darum, dass ihr eure Haut schützt, aber je höher der Lichtschutzfaktor der Creme ist, ich würde immer 50 oder 50 plus wählen, das gleicht aus, dass ihr die Creme nicht richtig aufgetragen habt. Es gibt nämlich nie einen hundertprozentigen Auftrag. Irgendwie schon genug. Wichtig ist der Haaransatz, da werden die meisten bösartigen Veränderungen festgestellt. Ganz wichtig auch immer die Ohren, Leute. Vor allen Dingen aber im Sommer dran denken, bitte. Ansonsten sind alle Produkte vegan, alle Produkte sind tierversuchsfrei. Hier sind keine Octocrylene drin, das heißt, das schadet nicht den Korallen, beziehungsweise ist nicht wasserschädigend. Das Einzige, was hier jetzt halt noch drin ist, ist ein bisschen Parfum. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr sehr, sehr empfindliche Haut habt. Dann würde ich euch empfehlen, geht tatsächlich auf die von DM Eigenmarke, auch wenn da Mikroplastik drin ist. So sieht meine Haut jetzt aus. So ein bisschen glowy, aber ich stehe halt auch auf diesen Look. Und das ist meine Morgenroutine. Das Einzige, was ich jetzt normalerweise gemacht hätte noch, wäre duschen oder irgendwie, ja, Zähne putzen. Und dann fange ich an, mich zu schminken oder halt eben heute auch nicht, weil es ist Sonntag, Leute. Keine Lust. Ja, das war's. Ich würde sagen, lasst mir mal eure Produkte unten in den Kommentaren, was ihr so morgens benutzt, gerade wenn ihr so empfindliche oder Mischhaut habt. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch auch Produkte einfallen, die ich testen soll, dürft ihr die auch gerne unten in die Kommentare hauen. Ansonsten würde ich sagen, ich sehe euch morgen wieder und ihr seht mich morgen wieder. Bis dahin. Tschüssikowski, ich hau mich jetzt auf die Couch.